Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um 10 Dinge, die wir 2018 in GTA Online haben möchten, beziehungsweise mit weiteren DLCs in GTA Online bekommen möchten. Auf jeden Fall muss ich erwähnen, dass das alles hier, was ich euch hier präsentieren werde, meine eigene Meinung ist. Gerne könnt ihr auch eure Meinung unten in die Kommentare reinschmeißen. Da könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was ihr am besten findet. Und dann würde es mich natürlich riesig freuen, wenn wir auf dieses Video hier 1000 Likes schaffen würden. Also Freunde, haut auf jeden Fall mal kräftig auf den Like-Button und Freunde, falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, vergisst auf jeden Fall nicht auf den Abo-Button zu klicken und die Glocke zu aktivieren, um nichts rund um GTA 5 zu verpassen. Dann ist es noch so, folgt mir auf jeden Fall auf Snapchat und auf Instagram, ich heiße dort Fraps-YT, dort erfährt ihr immer alle heißen Leaks, Infos und mehr, immer frühzeitig und ich denke mal, das schadet euch auf jeden Fall nicht. So Freunde, genug gelabert, jetzt würde ich doch aber sagen, wir starten mal mit dem eigentlichen Video, let's go! So, kommen wir auf jeden Fall mal zum ersten Ding, was sie auf jeden Fall in GTA Online bringen sollten. Und das, Freunde, wie ihr gerade hier im Hintergrund sehen könnt, wäre das Casino. Wir kennen das Casino schon eine sehr lange Weile. Da gab es auch schon hier und da mal Leaks, hier und da wurde mal gesprochen, dass es bald kommen wird. Vorne beim Casino steht ja auch Opening Soon und so weiter. Doch nie kam es zustande, dass dieses Casino einfach veröffentlicht wird bzw. online kommt. Deshalb würde ich mich riesig freuen, wenn Rockstar Games die nächsten paar DLCs auch wirklich dieses Casino hier in den Online-Modus bringt. Das Ding ist, klar, jetzt Glücksspiel in einem Spiel ist illegal, da haben wir schon mal ein paar Videos dazu bestimmt gesehen, aber Freunde, dennoch finde ich, dass sie eventuell das Casino eröffnen können, einfach nur so, um Spaß da drin zu haben, wisst ihr, ich meine, einfach mal zu entspannen, auch wenn man dort jetzt nichts zocken kann oder sowas, würde ich mich trotzdem riesig drüber freuen, wenn diese Leute, beziehungsweise Rockstar Games, das Ganze einfach mal veröffentlichen würde, so dass wir uns das Ganze mal da drin anschauen können, denn es würde mich mega interessieren. Als nächstes, Freunde, kommen wir doch auch mal zu den Villen. Dazu habe ich auch schon ein separates Video gemacht gehabt, aber ich finde, das gehört noch einmal hier in dieses Video rein. Denn Freunde, wie jeder sicherlich weiß, will einfach, beziehungsweise wollen viele Leute einfach Villen in GTA Online. Und überlegt euch mal genau diese Villa, die ich euch hier im Hintergrund zeige. Überlegt euch mal, diese wäre im Online-Modus, ihr könntet die euch kaufen und könntet dort drin wirklich chillen. Das wäre doch richtig geil, oder nicht? Es gibt natürlich mehrere Locations, an denen Villen sein könnten. Rockstar Games kann auch theoretisch gesehen neue Villen mit ins Spiel beifügen, die noch nicht mal gebaut worden sind. Und trotzdem finde ich die Idee einfach mega nice. Es könnte hier sowas wie die Yacht sein, klar. Ich würde sogar dafür so 20 Millionen Dollar hinblättern für so eine Yacht hier im Hintergrund. Aber ich finde, langsam sollten doch mal solche coolen Sachen kommen, denn irgendwann müssen sie doch das Spiel interessant machen und die Community wünscht sich schon seit über 2 Jahren, dass endlich mal eine Villa in GTA Online kommt. Als nächstes, Freunde, würde ich doch mal sagen, was uns jeden auch bestimmt freuen würde, wenn man selber Muskeln aufbauen könnte und auch fett werden könnte, dünner werden könnte, sich richtig viele Muckis machen könnte, so dass man ein bisschen stärker ist oder so, und das wäre einfach nochmal im Online-Modus richtig geil. Das Ganze haben wir bereits in einem anderen GTA 5 Spiel gesehen gehabt, und zwar war das Ganze in GTA San Andreas. Unser Charakter war sozusagen damals noch ein Stock, jetzt könnten wir selber entscheiden, yo Digga, entweder gehe ich jetzt trainieren, so wie jetzt hier im Hintergrund, oder ich werde einfach fett, indem ich sehr viele Burger esse. Deshalb ist man halt dann hingegangen und hat man halt dann seinen Körper sozusagen in GTA San Andreas trainiert, und ihr seht das Ganze ja hier im Hintergrund, irgendwann kam es dann halt zu dem Punkt, dass man halt viele Muckis aufgebaut hat, oder man hat halt viel zu viele Burger gegessen und ist dann halt dadurch fett geworden. Damals in GTA San Andreas fand ich dieses Feature richtig geil und im GTA Online Modus könnte ich mir das auch super vorstellen. Was ich auch richtig cool finden würde, ist, wenn wir einen Flugzeugträger bzw. ein Kampfschiff, Kriegsschiff in GTA Online bekommen könnten. Klar, man sollte jetzt nicht zum Beispiel, also jeder sollte nicht ein Kampfschiff kaufen können, sondern ich hätte mir eher vorgestellt, dass sich ein Kampfschiff in der Lobby befindet und jeder kann dort spawnen, man kann dort seine Fahrzeuge einlagern, man kann seine Fahrzeuge abrufen und so weiter. Meiner Meinung nach wäre das ein richtig geiles Feature und es wäre mal wieder so ein richtig neuer Treffpunkt in GTA Online. Man würde sich nicht mehr in den Standard-Locations treffen, sondern man würde sich dann vielleicht eher auf dem Wasser treffen. Es wäre vielleicht viel mehr Boot in Schrägstrich Wasser. Kampf in GTA Online, davon gibt es ja sehr wenig, nicht viele tümmeln sich da draußen beim Meer rum oder sowas, und deswegen würde ich bestimmt,
oder ich denke mal ihr auch, es richtig cool finden, wenn genau dieser Flugzeugträger in den Online-Modus kommen würde oder wenn wir einfach ein richtig geiles Kampfschiff bekommen werden. Das würde mich, denke ich mal, mega freuen und euch genauso. Als nächstes habe ich was, wo ich echt sagen muss, boah, das wäre richtig geil. Ihr seht, ich habe hier einen Chop und einen Affen. Ja gut, die Katze ist leider von uns gegangen, aber das ist auch wiederum ein anderes Thema. Aber Freunde, was ich richtig cool finden würde, wenn man wirklich im Online-Modus Haustiere haben könnte. Also im Online-Modus sollen keine normalen Tiere rumlaufen, sowas wie Katzen oder ich sag mal Jaguare, die einfach da draußen sind und uns attackieren, sondern ich würde mich mega freuen, wenn wir uns selber Haustiere kaufen könnten. Überlegt euch mal, wir können uns so einen Affen zulegen oder einfach einen Chop, dann können wir sozusagen die so drauf trainieren, dass wenn uns jemand attackiert, dass dann die Tiere, also unsere Haustiere sozusagen, diese attackieren. Generell Haustiere würde ich richtig geil finden. Und dann könnte man bestimmt auch noch viele geile Aktivitäten mit den Hunden machen oder mit den Affen. Man könnte geile neue Spielmodis erstellen und. Und genau das würde ich richtig geil finden, wenn Rockstar Games das Ganze in den Online-Modus bringen würde. Was haltet ihr davon, Freunde? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Als nächstes möchte ich über die Waffen reden, die Rockstar Games in den Online-Modus bringen könnte, falls sie echt wirklich Lust drauf hätten. Zum einen, Freunde, wäre das die Katana, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Die gibt es bereits im GTA 5, aber die gibt es eben nicht als Waffe. Die ist irgendwo im Gamecoding verbaut, aber man kann diese nicht benutzen. Und überlegt euch mal, Freunde, wenn man die Katana wirklich benutzen könnte, wie in den alten GTA-Teilen, wäre das richtig geil. Natürlich gibt es jetzt nicht nur die Katana in diesem Falle, es würde mich auch riesig freuen, wenn eine Kettensäge mit ins Spiel kommen würde. Es gab ja auch bereits in älteren DLCs, in älteren Spielen, gab es ja bereits solche Waffen wie, ich sag mal, Flammenwerfer, Kettensägen, Katanas, alles war schon mal drin, aber in GTA 5 fehlt das irgendwie ein bisschen und ich finde, es wäre auf jeden Fall ein bisschen lustig, wenn es solche Sachen geben würde. Also vielleicht überdenkt ihr Rockstar Games ihre Meinung und bringen das Ganze sogar vielleicht raus. Mich persönlich würde es riesig freuen. Als nächstes, Freunde, möchte ich über Straßenrennen reden. Ihr kennt ja alle den Online-Modus, der ist ja irgendwann ein bisschen langweilig, sagen wir mal. Aber wisst ihr, was cool wäre, wenn es genauso wie im Story-Modus mal so Events geben würde, wenn man dort mal vorbeifährt, dass man gegen irgendeinen Story-Modus-Charakter antreten muss und sozusagen mit einem Auto aus dem Online-Modus mit eurem Online-Charakter ein Rennen fahren muss. Es wäre richtig geil, wenn irgendwo mal wieder so eine Telefonzelle einfach anfängt zu klingeln. Wir gehen dort im Online-Modus mit unserem Online-Charakter dahin, wählen diese, ich sag mal, nehmen den Anruf ab und dann sagt uns der Typ, yo, hier und da ist ein Rennen, komm vorbei und dann können wir dann Rennen gegeneinander machen. Das würde mich meiner Meinung nach, wäre es mir auch egal, wenn man jetzt dafür kein Geld bekommen könnte, aber es wäre einfach viel cooler und es würde ein bisschen den Online-Modus, sage ich jetzt mal, aufpeppen und die Leute hätten, denke ich mir jetzt mal, mehr Spaß am Spiel. Und deswegen sollte meiner Meinung nach das Ganze auf jeden Fall eingeführt werden. Als nächstes, Freunde, seht ihr gerade einen Trailer hier im Hintergrund. Das ist ein Outlaws und Tuner DLC. Das hat ein Fan gemacht gehabt damals und ich finde das auf jeden Fall richtig geil. Ihr könnt ja selber gerade hier im Hintergrund sehen, das sind auf jeden Fall richtig coole Sachen. Man muss ehrlich gestehen, wenn das Ganze, was ihr im Hintergrund sehen könnt, im Online-Modus wäre oder es reinkommen würde, wäre es richtig geil. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn Rockstar Games uns so ein richtig geiles Tuning-DLC raushaut, wo wir wirklich die Autos so richtig geil auftunen können. Es müssen wirklich keine Raketenfahrzeuge sein oder sonst was. Mir persönlich wäre es wichtig, wenn man die Fahrzeuge wirklich so richtig geil auftunen könnte. Und der Hauptpunkt dieses Themas ist Nitro. Freunde, ich wünsche mir in GTA Online Nitro. Das wäre so geil, wenn wir Nitro auf unsere Autos packen könnten. Das wäre einfach gigantisch und ich hoffe mal, dass das in den nächsten paar Tagen, Wochen, Monaten, Jahren einfach in GTA Online beigefügt wird. Als nächstes, Freunde, haben wir ein Gefährt, was ich, ohne Scheiß, wo ich wirklich gestehen muss, das hätte ich gerne im Online-Modus. Das wäre ein Hoverboard, Freunde, oder ein Luftkissenboot, wenn man das so auf Deutsch nennt. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber Freunde, das ist auf jeden Fall ein mega Mods-Ding. Ihr seht ja gerade selber hier im Hintergrund, in GTA gab es sowas schon mal, in GTA San Andreas. Und ist auf jeden Fall ein cooles Ding gewesen. Ihr müsst bedenken, so ein Luftkissenboot kann auf dem Wasser fahren und es kann auf dem Land fahren. Also es ist etwas, womit wir wahrscheinlich richtig viel Spaß hätten in GTA Online. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie eine sehr kleinere Variante machen, weil ich meine, wenn sie jetzt so ein Hoverboard hätten, wie gerade im Hintergrund, Freunde, und man damit im Online-Modus rumfahren würde, dann hätte man da schon, denke ich,
manchmal die ein oder anderen Probleme, dass GTA Online bzw. Los Santos überfüllt werden mit irgendwelchen Luftkissenbooten und da gibt es ein bisschen Stress. Aber wenn sie das ein bisschen kleiner gestalten könnten und ein bisschen kompakter, dann könnte ich mir das echt gut vorstellen als ein Fahrzeug im GTA Online-Modus. So, Freunde, und das soll es dann aber auch schon hier mit den 10 Dingen, die ich mir gerne in GTA Online wünschen würde, Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr seht das Ganze genauso. Falls nicht, Freunde, beziehungsweise falls ihr möchtet, könnt ihr ja auch gerne unten in den Kommentaren mal eure 10 Dinge reinschreiben, die ihr cool findet und die ihr gerne im Online-Modus hättet. Und vielleicht kann ich darüber sogar noch eine zweite Folge machen, falls ihr da Bock drauf habt. Ihr könnt ja gerne mal rechts oben abstimmen, ob ihr eventuell nicht einen zweiten Teil von dieser Serie hier sehen möchtet. Und dann, Freunde, war es eigentlich auch schon sozusagen mit dem Video. Ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und falls du das Video mit deinen Freunden teilen willst, kannst du das auch gerne machen. Würde mich riesig freuen. Vergiss mir auf jeden Fall nicht, auf Instagram und auf Snapchat zu folgen. Fraps_yt. Und dann verabschiede ich mich jetzt mal. Wünsche euch noch einen richtig angenehmen Tag. Und würde doch mal sagen, haut rein, geht in mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.